Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir, Dracos Game Zone. Heute blicken wir wieder zurück auf eine ganze Woche voll mit Crowfall News und dementsprechend habe ich wieder für euch ein Crowfall News Update vorbereitet. In dieser Ausgabe gehen wir unter anderem auf den ersten richtigen Kampagnenartikel ein und dann sprechen wir natürlich noch einmal über Charakter Customization in Crowfall. Angenommen, eines von diesen erwähnten Themen interessiert euch, sehen wir uns gleich wieder nach dem Intro zum eigentlichen Video. Und damit beginnen wir erstmal mit den Kampagnenartikel. Und hier, bevor wir uns auf irgendetwas zu früh freuen, will ich euch einmal vorwarnen. Denn das wird das erste Mal sein, dass wir diese Kampagnensysteme in diesem Ausmaß testen können. Und dementsprechend wird es wie bei allen anderen ersten Testphasen auch hier wieder sehr viele anfängliche Bugs und Probleme geben. Und außerdem dauert diese erste Kampagne auch nur ein einziges Wochenende und wird danach resettet. Es kann außerdem auch noch so weit gehen, dass angenommen eines der Grundsysteme funktioniert nicht, sie einfach den Testserver davor schon mal frühzeitig herunternehmen und so verhindern, dass noch irgendein größerer Schaden zustande kommt. Dementsprechend, angenommen ihr wollt das als eure erste Gildenkampagne ansehen, würde ich euch raten, noch ein bisschen zu warten. Und damit kommen wir zum richtigen System. Und zwar erstmal, wenn du der Kampagne joinen willst, musst du dich für eine von drei Fraktionen entscheiden. Order, Chaos oder Balance. An diese bist du dann bis zum Ende der Kampagne gebunden, das heißt, du solltest diese Entscheidung weise treffen. Jede Fraktion hat seinen eigenen Spawnpunkt und Siegesbedingungen. Zu diesen gibt es aber später mehr, vorerst mal reden wir über die Spawnpunkte oder den sogenannten Tempeln. Das Tempelsystem bleibt in den Kampagnenwelten ziemlich ähnlich zu dem, was wir bereits gekannt haben. Und zwar beim Joinen der Kampagne spawnst du als Krähe vor einem Tempel, wo du dir dann einen Charakter erschaffen kannst, mit dem du mit der Welt interagieren kannst. Unter anderem auch mit der Weltkarte. Und ja, ihr habt richtig gehört, entgegen Aces ursprünglichen Aussagen bauen sie jetzt doch eine Weltkarte ein. Diese Weltkarte ist kombiniert mit ihrem Kriegsnebelsystem. Das heißt, die Weltkarte ist am Anfang verdeckt mit einem Kriegsnebel bis auf dem Tempel, wo du gespawnt bist. Wenn du jetzt dich wohin bewegst, dann erkundest du mehr oder weniger diesen Teil der Welt und damit wird dieser Teil auf der Weltkarte dann auch aufgedeckt. Der Radius, in dem du Sachen auf der Karte aufdeckst, hängt nicht nur von deinen Statuswerten ab, sondern auch von wo du dich hinbewegst und auch wann du dich bewegst, denn dieser Kriegsnebel wird auch gleich kombiniert mit ihrem Tag-Nacht-Zyklus. So wirst du am Tag ein größeres Feld aufdecken, wohingegen du in der Nacht ein kleineres Feld aufdeckst. Und angenommen, das Ganze selber erkunden ist für dich ein zu großer Aufwand, dafür gibt es Kartografie. Und zwar ab sofort kannst du im Crafting-Menü in Crowfall eine leere Karte craften. Wenn du jetzt mit dieser leeren Karte über einen Rechtsklick interagierst, verwandelst du sie in eine bekritzelte Karte. Diese bekritzelte Karte gibt jetzt eigentlich nur deine nähere Umgebung wieder. Das heißt, du kannst jetzt dieses Item weiter verkaufen, weitergeben oder auch von toten Leichen aufsammeln. Wenn jetzt dann ein anderer Spieler über Rechtsklick mit dieser Karte interagiert, bekommt er diesen Teil der Weltkarte aufgedeckt, wie als wäre wirklich dort gewesen, als ihm diese Karte aufgezeichnet wurde. Und das war noch nicht alles, denn mit den nächsten paar Patches werden sie dann auch noch weitere Skills, Statuswerte, Disziplinen und Fähigkeiten für Scouting und Kartografie in das Spiel einbauen. Aber das war's heute mal zu Scouting und Kartografie. Und damit zurück zum eigentlichen Grund, warum wir in der Kampagnenwelt sind. Und zwar Befestigungen. In der großen Kampagnenwelt werden wir nämlich genau zwei Typen von Befestigungen finden. Und zwar Forts und Keeps. Ein Fort ist eine kleinere Befestigung, welche mit Hilfe von Holzpalisaden verteidigt wird. Um dieses zu übernehmen, musst du nicht mehr machen, als die Drachenstatue ausfindig zu machen und dann mit dieser über F interagieren. Ein Fort erlaubt deiner Fraktion dort zu respawnen, Items zwischenzuspeichern und in relativer Sicherheit zu craften. Dagegen ist ein Keep eine größere Befestigung mit Steinmauern, die man nur übernehmen kann, indem man ein Tree of Life an einer vorbestimmten Position pflanzt, beziehungsweise wenn da bereits ein Baum steht, diesen zuerst wegräumt und dann den von seiner eigenen Fraktion dort platziert. Prinzipiell hat ein Keep alle Vorteile, die auch ein Fort hat. Jedoch ist es noch leichter zu verteidigen bzw. schwieriger zum Einnehmen. Man kann nämlich ein Keep nur dann einnehmen, wenn man eine Belagerung durchführt. Über diese wissen wir derzeit nicht allzu viel. Wir wissen nur, dass es so ähnlich ablaufen wird wie die Siege Perilous Tests von vor einem Jahr. Und obendrauf muss man noch die Resource Points oder Resource Points of Interests verteidigen.
Diese wären zum Beispiel eine Mine, eine Mühle oder auch ein Steinbruch. So ein Point of Interest generiert nämlich einen neuen Materialstyp, den du brauchst, um deine Befestigungen bzw. deine Verteidigungen aufzubauen und zu reparieren. Obendrauf bewegt sich die Spirit Bank auch immer näher zu dem, was sie einmal sein soll. Und zwar kannst du bei der Kampagnenwelt nur noch auf eine vorher angegebene Anzahl von Imports und Exports zugreifen. In dem Fall ist für die jetzigen Kampagnentests die magische Zahl 10. Das heißt, du kannst während dem Lauf der Kampagnenzeit nur auf 10 Imports und 10 Exports zugreifen. Im Endeffekt kannst du 10-mal auf die Spirit Bank zugreifen. Ob das jetzt jedoch ein einzelnes Item ist oder ein ganzer Stack, ist dem System komplett egal. Und damit kommen wir zurück zu den drei Fraktionen, Chaos, Order und Balance, beziehungsweise den Siegesbedingungen, nach denen die jeweilige Fraktion spielen muss. Chaos und Order müssen nur versuchen, so viele Festungen wie möglich einzunehmen, wohingegen Balance versuchen soll, eben diese Sachen auszugleichen. Das heißt, dass entweder es gar keinen richtigen Gewinner gibt oder es einfach nur schwer zu erkennen ist. Wer gerade eben gewinnt, wird durch eine Punktezahl, durch einen Score dargestellt. Dieser ist im Spiel anhand einer Leiste zu erkennen. Diese Leiste hat einen Punkt auf sich und je nachdem, wenn eine Seite gewinnt oder verliert, wandert der Punkt in die jeweilige Seite bzw. in die gegengesetzte. Hierbei ist das linke Drittel für Chaos, das rechte Drittel für Order und das Drittel in der Mitte für Balance. Der Punkt stellt dabei dar, welche Seite derzeit gewinnt. Wenn Order oder Chaos eine Festung einnimmt, wandert der Punkt jeweils in die Richtung von Order oder Chaos. Wenn es jedoch Balance eine Festung einnimmt, wandert der Punkt jeweils in die gegengesetzte Richtung der gewinnenden Fraktion. Das heißt, wenn Chaos gewinnt, geht es in Order-Richtung, wenn Order gewinnt, in Chaos-Richtung. Beziehungsweise, wenn sie eine Festung verlieren, einfach in die Richtung von der Fraktion, die gerade gewonnen hat. Das heißt, wenn Balance jetzt gewinnt, versucht der Punkt eigentlich immer in die Mitte zu kommen. Aber Balance ist nicht ganz so langweilig, wie es sich anhört. Denn Balance ist immer automatisch vom System mit der Fraktion verbündet, die gerade eben schwächer ist. Das heißt aber auch, sie können in einem Moment gerade eben mit einer Fraktion zusammenkämpfen und im nächsten Moment müssen sie gegen dieselbe Fraktion kämpfen. Jetzt zum Beispiel, Chaos ist gerade die schwächere Fraktion, das heißt Balance hilft Chaos aus und plötzlich wird Chaos gerade um einen Ticken stärker und sie sind plötzlich der Feind und Balance kämpft mit Order jetzt gegen Chaos. Das war aber noch vorerst alles vom Thema Kampagnen und wir kommen damit wieder zurück zur Customization. Ursprünglich mussten wir uns ja bei einem Tempel einen Archetype aussuchen, worüber wir dann einen Charakter bekommen haben, den wir dann noch leicht umändern konnten. Das macht jetzt jedoch wegen den Rassen- und Klassenänderungen relativ wenig Sinn und dementsprechend wird sich zuerst einmal die Interaktion mit den Tempelstatuen ändern und zweitens auch noch die Verarbeitung, wie du deinen Charakter erstellen kannst und in welcher Reihenfolge was geschieht. Wegen den Statuen werden wir ab sofort wesentlich häufiger mit der Heldenstatue in der Mitte interagieren, anstatt mit den einzelnen Archetype-Statuen am Rand. Sobald wir mit der Statue interagiert haben, wählen wir erstmal unsere Rasse und Klasse aus, als die wir spielen wollen. Danach geht es weiter mit dem Anpassen des Aussehens des Charakters. Und danach beenden wir das Ganze mit der Auswahl von einigen Vorteilen und Nachteilen, die wir dann während dem Spiel mit uns herumtragen werden. Bei der Rassen- und Klassenwahl haben wir vorerst zwei Spalten gegeben, jeweils eine für alle Rassen und eine für alle Klassen. Wenn wir bei einem von den beiden etwas auswählen, sollte jeweils vom System her alles ausgegraut werden, was wir nicht damit kombinieren können. So sollte es wesentlich leichter zu erkennen sein, was du alles nehmen kannst und was nicht. Angenommen jedoch, du willst noch mehr Informationen haben, kannst du einfach über den jeweiligen Namen drüber hovern und das Spiel zeigt dir alle Vorteile, alle Nachteile und alle Fähigkeiten an, die du von der jeweiligen Rasse oder Klasse bekommst. Bei der Aussehensanpassung hat sich eigentlich relativ wenig geändert. Du kannst hier noch immer dein Geschlecht wählen, dich außerdem auch für deine Haar-, Haut- und Augenfarbe entscheiden und zu guter Letzt kannst du auch von einer größeren Palette verschiedener Gesichtstypen und Haarstyles wählen. Beim Vorteil- und Nachteilsegment kann man, wer hätte sich gedacht, für verschiedene Vorteile und Nachteile entscheiden. Dabei erhöhen Vorteile diverse Statuswerte und kosten dafür Erstellungspunkte. Dagegen verringern Nachteile diverse Statuswerte und geben Erstellungspunkte wieder frei. Dabei hängt jedoch die Anzahl der Erstellungspunkte davon ab, was für eine Klasse und Rasse du am Anfang gewählt hast. Wobei selbst Ace bei diesem System noch keine genaue Ahnung hat, wie das funktionieren wird. Dementsprechend spielen sie auch derzeit mit dem Gedanken, dir über Vorteile und Nachteile auch neue Fähigkeiten
und aktive und passive Fähigkeiten Slots zur Verfügung zu stellen. Und zum Abschluss noch eine kleine Nachricht bezogen auf Nekromantie, und zwar: vorerst wirst du bei einem Tempel immer nur eine vorkreierte Vessel bekommen. Das heißt, auch auf Weiteres hat Nekromantie keinen großen Einfluss auf das Spielgeschehen. Bevor ihr euch jetzt schon auf den Autoscreen freut, habe ich noch eine kleine Zwischennachricht bezogen auf Ports. Mal kurz, was sind Ports? Ports sind in eurem PC Schnittstellen, die ein Programm nutzt, um mit dem Internet zu interagieren. Auch Crowfall benutzt eine gewisse Anzahl von Ports, wenn es läuft. In dem Fall benutzt es die Ports von 6900 bis zu 6079. Das wird sich jedoch mit dem kommenden Patch 5.2 ändern. Und zwar benutzt es ab sofort die Ports von 12.000 bis zu 12.999. Unter anderem auch den Port 80 und 443. Damit ihr mal alle etwas beruhigter seid, keine Angst, das ist keine große Änderung. Jedoch für manche von uns heißt das, dass sie das Spiel spielen können. Ganz selten kommt es nämlich vor, dass diverse Sicherheitsprogramme die Ports blockieren, auf die Crowfall zugreift. Unter anderem kann es auch passieren, noch seltener, dass diese Sicherheitsprogramme gleich den ganzen Verkehr von Crowfall lahmlegen. Dementsprechend, wenn das passiert, könnt ihr dann nicht auf Crowfall oder diverse Crowfall-Dienste zugreifen. Jedoch für alle anderen ist diese Umänderung relativ unwichtig und dementsprechend hättet ihr es wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, wenn es nicht jetzt hier in den News steht. Jetzt aber mal für den unwahrscheinlichen Fall, dass du glaubst, dass es ein Port-Problem ist, was bei dir nicht funktioniert. Dementsprechend, woran erkennst du es? Also als erstes einmal solltest du in der Lage sein, dich in die Lobby zu verbinden. Wenn du dann danach dich nicht mit einem EK oder einer Kampagne verbinden kannst, ist es sehr wahrscheinlich schon mal ein Portproblem. Um ganz sicher zu gehen, kannst du einfach mal deine Windows Firewall oder deine lokale Firewall, welche auch immer du benutzt, abdrehen, und wenn es dann funktioniert, ist es beinahe zu 100% Sicherheit ein Portproblem. Das Problem kannst du zum Teil beheben, indem du bei deiner lokalen Firewall einstellst, dass Crowfall nicht von dem System angehalten werden soll. Das musst du außerdem auch bei diversen Virenprogrammen einstellen, nachdem die das auch blockieren können. Angenommen jedoch, das hat dir nicht weitergeholfen oder es gibt ein anderes Problem bezüglich Crowfall, schick am besten Ace direkt eine E-Mail über diese E-Mail-Adresse. Schreib da einfach hinein, was das Problem ist, wie du zu diesem Problem kommst und was du verdächtigst, und sie werden dann versuchen, mit dir das Problem zusammen zu lösen. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass sie so das sehr, sehr ernst nehmen und dementsprechend auch sehr schnell auf so etwas antworten, und dementsprechend kann es auf jeden Fall mal nicht schaden, sie direkt anzuschreiben. Und wie angekündigt ist das jetzt das Outro. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es war halbwegs informativ und ihr wart auch ein bisschen dran interessiert. Angenommen, ihr glaubt mir etwas nicht, all meine Quellen sind unten in der Videobeschreibung zu finden, unter anderem die Artikel, die ich benutzt habe, um dieses Video zusammenzustellen. Und angenommen, ihr habt noch irgendwelche Fragen offen zum Thema Crowfall oder meinem Channel oder YouTube oder zu irgendetwas, schreibt sie mir einfach unten in die Kommentare hinein und ich werde versuchen, sie nach dem besten Gewissen und Herzen zu beantworten. Aber das war es dann auch soweit von dieser Ausgabe. Während der nächsten Woche versuche ich, ein bisschen mehr Gameplay-Material herauszubringen, jedoch kann ich nichts versprechen, aber auf jeden Fall sieht man sich wieder am nächsten Wochenende zu einer weiteren Crowfall News Update Ausgabe. Bis dahin noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, und man sieht sich dann wieder.